655 Millionen Euro. Die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat den bisher größten Haushalt fürs kommende Jahr auf den Weg gebracht. Darin viel Geld für Personal, Bildung und die Arbeit in den Kindertagesstätten. 2018 soll für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau ein vorausschauendes Sparen beginnen. Heinz-Thomas Striegler, Finanzchef der EKN, erklärt diesen Widerspruch. Und wenn Sie sich vorstellen, dass etwa 75% aller Kosten im Haushalt Personalkosten sind, dann erklärt sich ein Anstieg, glaube ich, von selbst. Zum anderen, jetzt hier in diesem Haushalt als Besonderheit, haben wir ja erstmalig im Rahmen der kaufmännischen Buchführung auch Gutachten für die Zukunftsverpflichtung erstellen lassen. Deswegen sind Rückstellungen mit enthalten in Höhe von 68 Millionen insgesamt. Das heißt also, das ist sowieso eine Zahl, die das ganze Volumen jetzt nochmal nach oben getrieben hat. Wenn man das mit dem kameralistischen Haushalten früherer Jahre vergleicht, müsste man das insoweit bereinigen. 10 Millionen Euro, so viel will die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bis 2020 weniger ausgeben. Doch wo soll das Geld herkommen? Keine einfache Frage für die Synodalen, vor allem bei der Anzahl der Pfarrstellen bei der Diakonie Hessen und weiteren Einrichtungen der Kirche soll künftig weniger Geld fließen. Das war noch nicht aus meiner Sicht die große Herausforderung. Wir mussten noch nicht ganz hohe Prioritäten und Posterioritätenfeststellungen treffen, weil die Entwicklung im Pfarrdienstbereich ohnehin zu Einsparungen führt. Denn es gehen sehr viele in den Ruhestand und es kommen weniger nach. Das war jetzt noch nicht der große Kraftakt, glaube ich. Das wird uns eher in den Jahren 20 folgende bevorstehen. Erstmalig hat bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bei ihrem Haushalt eine sogenannte Eröffnungsbilanz eine Rolle gespielt. Hier wurde das Vermögen der Kirche anhand kaufmännischer, transparenter Kriterien aufgezeigt. Die künftigen Verpflichtungen und Ausgaben, wie zum Beispiel die Pensionen, spielen in der aktuellen Planung eine Rolle. Damit beläuft sich das Jahresergebnis rechnerisch auf ein Minus von 68 Millionen Euro. Kein Grund für Panik, denn mit diesen Rahmenbedingungen ist die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau solide aufgestellt. Mit ihrem Haushalt baut die Synode generationengerecht in eine stabile finanzielle Zukunft.